Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tose mit etwas beschrieben, die Unendliche. Ja, und ich habe schon wieder einen Mordsensorenschlag. Wir haben das letzte Mal gesagt, wir leveln ein wenig ja die Wiederherstellung. Und das ging auch recht flott. Wir haben da ja eine neue Stufe erfahren. Da gibt es nämlich auch einen, ja, lass mich wo, einen Glitch bei den Graubärten, wie wir Schleichen verbessern können. Ja, habe ich auch erst erfahren durch ein Mail von euch. Sage ich mal danke, ich werde euch das gleich mal zeigen. Wo sind wir? Neue Stufe, wir müssen da mal aufsteigen. Ja, Ausdauer brauchen wir. Irgendwie sind wir da jetzt ziemlich falsch. Egal. Wir haben drei Talente zu verbessern, aber wie gesagt, Wiederherstellung war das, ja? Wiederherstellung, wo ist denn das schon mal? Da. 85, ja, das müsste mal reichen. Ja, so viel kann man auch mit Lehrern und Meistern kaufen. Alles weitere, ja, ist echt mühsam, ja? Und jetzt möchte ich mal nachschauen bei falsche Richtung, wir sind da bei Schleichen 51, ja genau. Da gibt es einen Glitch, den zeige ich euch gleich einmal. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht dazu, ob ihr das sehen wollt, wenn wir überhaupt da so in unserem Zustand betrunken, wie wir sind, da Toso, ja, und seine Welt. Aber wir machen dann noch mal Videos dazu, weil ich habe da ein paar coole Mails bekommen und da vorne sitzt schon einer. Und jetzt zeige ich euch einmal gleich den Glitch. Ja, wir nicht reinfallen, komm her. Ja, wir gehen da und haben das Schwert, gehen einmal in die Third Person. In die First Person. Und? Ja, das tut ihm weh, ja. Aber wie, ja. Und nochmal. Und ja, der taumelt dahin und alles mögliche und pipapo. Ja, und nochmal, ja. Schleichen verbessert auf 52 und so geht das dahin. Ich schätze mal, mit höheren Levels wird es dann auch auf 2, 3, 4 Hiebe hinauslaufen. Aber wie gesagt, hier da in dieser stummen Welt, die euch ich habe die euch noch gar nicht gezeigt, ja? Das ist extrem cool hier. Da hinten wohnen die Jungs. 1, 2, 3, 4. Sie sind aber zu 5, so viel ich weiß. Egal. Da schlafen die. Und ja, hurra, das ist sicher eine Geheimtür oder was Besonderes, ich habe keine Ahnung. Dann, da draußen waren wir schon, irgendwo gibt es noch einen Speisesaal und so. Da waren wir schon, da, genau, mit dir, die Jungs. Also da habe ich noch niemanden auf die Kapuze gehauen. Ich glaube, das haut da auch nicht hin. Die sind recht ruhig hier. Und auch nie allein. Dann da, glaube ich, ja, schon wieder so eine Mauer. Ja, ein Plätzchen, ja. KMC kennen wir schon, habe ich schon vorgelesen. Es ist ja wirklich witzig. Will ich gar nicht in die Hände nehmen. Da ist ein Speisesaal, genau. Da ist eben der runde Tisch, ja. Finde ich hier extrem cool hier. Ich springe mal kurz darauf und mache einen Rundumblick. Ja, oben ist nicht
Ja, eigentlich ist es gar nicht, ist nicht so cool, wie ich mir das gedacht habe. Von außen sieht das ja ganz, ganz anders aus. Da oben, was ist denn das da? Ja, schaut aus wie eine Vorrichtung, die aufgeht irgendwann mal. Egal. Ja gut, das... war eben Karte hier Hochrodgar. Ja, wir haben das, was wir sehen konnten, jetzt mal gezeigt. Und in diesem Sinn möchte ich gleich mal meinen Freund und Abonnenten, der mittlerweile mein Freund geworden ist, dem Peter danken, der mir denn die Info gegeben hat, wo wir jetzt einen Hund bekommen. Und im gleichen Atemzug, und ich werde das jetzt mal kurz und frei übersetzen: Lieber Toso, ich bin mir sicher, dass du deinen ersten Hund bald mal verbraucht hast, und wenn du mir versprichst, umgebungssauber und sauber mit Flächenwirkung wegzulassen, dann gebe ich dir einen Tipp, wie du einen zweiten Hund bekommen kannst. Und das war ja auch jetzt der Fall. Ganz cool, nämlich wir müssen nach Mortal. Wir müssen die Straße nach Mortal Richtung Süden nehmen und dann gleich rechts weg. Da gibt es eine Festung, da müssen wir vorbeischleichen. Da gibt es einen Haufen Zauberer. Und auf der Straße da Richtung Nordosten, schätze ich mal, ist das, kommt uns ein Hund entgegen, der übel geblieben ist, weil da sein Herr irgendwo da oben, ja, können wir da, ja, da eine Markierung setzen. Und ja, das probieren wir jetzt. Ja, es ist so und so nur ein Infovideo zwischendrin. Wir machen da nicht weiter mit dem Hauptquest, weil das scheint mir ja, dass das der Hauptquest ist. Der Weg der Stimme. Und jetzt finde ich ja da auch nicht mehr raus. Natürlich. Egal, wir finden uns gleich einmal in Mortal wieder. Und dann schauen wir, was da so auf uns zukommt. Und ob wir da den nächsten Hund ja, finden werden. Und wie gesagt, wir, also ich verspreche, ich werde keine Zauber verwenden, die Umgebungsschaden anrichten. Ne? Okidoki. Bis gleich, Leute. Ja, und so schauen wir gleich mal auf die Karte. Wir haben jetzt die Markierung da in ja, dieses Eck bewegt, aber ich denke mal, das ist nicht so genau. Ich glaube, das wird dann hier mal sein. Da oben. Ja. Aber ich kenne mich da nicht so aus. Wir werden da gleich mal reisen. Ja, Karte nach Mortal. Ja, schnelle Reise und schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Wir holen uns jetzt den nächsten Hund. Ja, in der Voraussicht, dass jeder ja eine zweite Chance verdient. Und ich hoffe ja. Und sobald wir den haben, werde ich natürlich alle Zauber entfernen, die da einen Umgebungsschaden haben. Ist ja klar, Peter, ja? Ja, Mortal ist ja extrem grindig. Da kommt ja immer auf was, irgendwas auf uns zu. Wir müssen aber da Richtung Süden, die Straße lang. Dann schaffen wir es vielleicht, dass da kein Drache spawnt. Die sind extrem lästig hier. Da ist die, ja. Schauen wir gleich mal auf die Karte. Ja, da gibt es keine Straßen auf den Karten, versteht ihr? Wir müssen da rechts rauf. Und die Straße entlang. Hört ihr das? Da ist sicher ein Drache unterwegs. Verflixt und zugenägelt. Was haben wir da ausgelöst?
Geh weg. Und ein Drache auch noch. Leute. Da ist noch wer. Räuber, Banditen und alles Mögliche, das kann ja nicht wahr sein. Echt wahr. Doch. Oh, wir müssen da was anderes ausrüsten. Heilung anderer. Verbesserter Schutz. Schmarrn, wir haben da eine viel bessere Heilung, nämlich Wiederherstellung. Da habe ich ja alles rein. Ja. Das starke Heilung ist das, ja. Müsste ich hier haben. Die Tremora sind extrem gemein, wenn es darum geht, von starke Heilung, wo ist denn das Zeug? Das gibt's doch nicht. Habe ich das nicht? Aber eigentlich kann da ja uns ja auch nichts passieren. Ich habe das in den Favoriten, ja genau. Starke Heilung. Nochmal. Schwert, Sturm. Starke Heilung, da sind wir schon. Im Herzen laden. Ihr eigene Tremora. Ich glaub's nicht. nochmal. Da ist Aela. Und? Nochmal. Das gibt's nicht. Starke Heilung. Was war denn das jetzt? Verflixt nochmal. Verbesserter Schutz, starke Heilung, heilt alle in uns. Ja, Bibabo, das haut ja hin, das muss es sein, ne? Nochmal, komm. Was? Ja, jetzt endlich hat's hingehauen. Und ein Drache, und ein Riese, und ja, Tod und Teufel, was ist denn jetzt da los? Nachtschwärmer, wer ist denn das für ein Säufer? Okay, du bist da. Ich rüste mich da mal ganz anders aus, weil das kann ja nicht sein. Echt, wir kommen da auf der Suche nach dem Hund und ja. Du kämpfst gegen einen Drachen oder was? Ihr eigener Tremora hat sie nämlich verhauen, versteht ihr? Wo ist denn der Kasperl? Ja, echt lästig. Da, ein Drache. Ein Riese. Lass uns in Ruhe. Du, und du, was ist mit euch? Ja. Ja, greif uns an, du Kasperl. Ja, und die Aela. Schauen wir mal zu. Ja, mit meinen Waffen kann sie schon. Ich werde euch vernichten. Ja, tu das. Super, Heinzi, du bist ja so ein Klumpf. Verstehst du? Wir wollten ja gar nichts von dir. Und ihr da oben? Wir seid denn ihr? Euch glaube ich auch gleich noch. Nachtschwärmer, kann man erzählen? Ja? Ja, sag was. Ja, ja, es gibt so wenig. Ihr braucht etwas? Ihr braucht etwas? Ja, du bist ja auch schon hier wie ich, verstehst.
Der hat einen Hund ein Bier in der Hand und schaut zu, wie alle anderen sterben. Ja, und der blöde Drache auch noch. So, Eisenstreitkolben, Fell, Pipapo, gewöhnlicher Seelenstein. Gold, auch alles für nix. Lass es sein. Ja, Leute, wir kommen da nicht weiter. Aber Aela hat nämlich eine Fackel, das finde ich cool. Aber ich glaube, wir machen hier einen kurzen Schnitt. Und ja. Ja, finde ich auch. Darum speichern wir hier und werden dann das nächste Mal auf die Suche nach diesem blöden Drachen gehen. Das kann ja nicht sein. Und dann endlich den Hund finden. Ja, Toso. Aela, Tosita und ich verabschieden uns jetzt hier. Wünschen euch noch einen schönen Abend. Ciao.